haben es heute schon tausendmal gehört, aber nochmal. Bäuerinnen und Bauern ernähren die Welt. Dazu brauchen sie Boden und Saatgut und Wasser und Wissen. Es gibt eins, was sie nicht brauchen dazu. Das ist Gentechnik. Keiner braucht Gentechnik, um die Welt zu ernähren. Und hier ist eine Frau, die seit Jahren dafür kämpft, die das Wissen darüber zusammenträgt, wo es schadet und warum wir es nicht brauchen. Von Friends of the Earth Europe, Mute Schimpf. Hier ist eine Inspiration, gibt uns Kraft und gibt uns Power, auch woanders zu kämpfen. Und 2018 war ein rabenschwarzes Jahr für die Agrarindustrie und insbesondere für den deutschen Agrargiganten Bayer. Seit der Fusion mit Monsanto ist er einer der meistverschuldeten Konzerne in Deutschland, hat einen miserablen Ruf und hat ein echtes Problem. Denn Bäuerinnen und Verbraucher, wir wollen keine bienentötenden Pestizide, wir wollen kein krebserregendes Glyphosat und Gentechnik auf dem Teller und auf dem Acker wollen wir schon dreimal nicht. Stattfinden. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn Bayer hat schon lange vor der Fusion mit Monsanto eine wirklich, ich muss zugeben, schlaue Werbekampagne gestartet für eine neue Gentechnik. Und unter dem Motto Embracing Nature, Natur umarmen, ich würde eher sagen Natur zerquetschen, haben sie leider einige Journalisten und einige Wissenschaftsorganisationen zu Fürsprechern gemacht, dass diese aufregende neue Gentechnikwelt mal wieder das Klima rettet, den Welthunger bekämpft und die Malaria gleich mit ausrottet. Manchmal nennt man es Gene Editing, manchmal nennt man es CRISPR, aber es ist völlig klar, diese alten Versprechungen von jenen von uns, die schon länger gegen Gentechnik kämpfen, die haben wir in den 1990er Jahren gehört und was ist davon eingetreten? Nichts. Das Problem dabei ist, dass auch einige von uns sich von diesen Botschaften einlullen lassen oder auch verunsichert sind, dass jetzt vielleicht Gentechnik doch nicht mehr so schlecht ist. Denn als das höchste europäische Gericht im Juli 2018 gesagt hat, Gentechnik ist Gentechnik, ob alt oder neu, habe ich nirgendwo in Europa Champagner und Sektkorken knallen hören. Und das war einer der größten Siege, die wir in den letzten Jahren für eine gentechnikfreie Landwirtschaft, für gentechnikfreies Essen in Europa erreicht haben. Wir wollen keine Agrarindustrie, wir wollen gentechnikfreies Essen, wir wollen gentechnikfreie Äcker. Und obwohl die Gentechnikindustrie verloren hat, fängt sie schon wieder an zu kämpfen. Sie kämpft schon wieder und will jetzt EU-weit ändern, was Gentechnik ist und sagt, unsere super tolle neue heile CRISPR-Welt ist keine Gentechnik mehr. Und um das zu verhindern, brauchen wir uns alle hier. Wir alle sind gefragt, mit Journalistinnen, mit Politikern, mit Freunden, mit Kolleginnen zu reden und zu sagen, Gentechnik ist Gentechnik, muss gekennzeichnet werden und kommt nicht heimlich auf unsere Teller und Äcker. Genannt werden. Auch im Jahr 2018 hatte Hausmeister David Lee Johnson eine Klage gegen Monsanto eingereicht, nachdem er selber an Krebs erkrankt ist, weil er jahrelang den Schulhof und Spielplätze mit Glyphosat gespritzt hat. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben. Er bekommt eine Entschädigung und er sagt, er tut das, weil er seinen Kindern und zukünftigen Generationen die Recht auf eine glyphosatfreie Welt geben will, damit die nicht mehr krank werden müssen. Ein großes Danke an ihn, ein großes Danke an seine Anwälte. Und was macht Bayer? Ich war wirklich sprachlos, als ich das gelesen habe. Heiert einen ehemaligen grünen Spitzenpolitiker an, damit er in Washington dafür sorgen soll, dass diese Klagen irgendwie nicht mehr stattfinden, die Hunderten, die da noch anhängen. Ich bin fassungslos. Aber weil ich die Ehre habe, hier als Letzte zu reden, möchte ich euch noch was mitgeben für die Heimreise.
Wir sind toll, wir sind vernetzt, wir sind kreativ, aber es ist nicht genug. Wir haben nicht gesundes, gutes Essen für alle, wenn nach wie vor in Deutschland 1,5 Millionen Menschen zu einer Tafel gehen müssen, um satt zu werden. Alles, was wir erreicht haben, ist nicht genug, wenn ich sehe, dass nach wie vor Bienen und Insekten in einem Tempo sterben, dass uns allen die Luft wegbleibt. Es ist nicht genug, wenn ich mir anschaue, dass der Klimawandel noch zu viel mehr extremem Wetter führt. Vielleicht haben wir nächstes Jahr im Frühjahr eine Flut und dann regnet es den ganzen Sommer nicht mehr. Wir haben es in der Hand. Bayer ist schon ganz schön angezählt. Wenn wir schlau sind, wenn wir gut vernetzt sind, wenn wir mit Mut und Zähigkeit weiter für eine andere Landwirtschaft, für eine wahre Agrarökologie, für Ernährungsgerechtigkeit kämpfen, dann können wir die Zukunft vom Agrargiganten Bayer austrocknen, da bin ich mir wirklich sicher.